Hallo Leute und willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Oh, halt, ich ändere mal kurz was. So, jetzt sitze ich besser. So, wir sind in der dritten Folge angekommen. Die zweite Folge wurde wieder ziemlich klein gerendert. Natürlich war am Ende wieder die Werbung von dem neuen Aufnahmeprogramm, aber wie gesagt, ich bin halt derzeit sehr intensiv dabei, dass ich mich umschaue nach Aufnahmeprogrammen bzw. Renderprogrammen. Meine Stimme ist wie in den letzten beiden Folgen immer noch leicht kratzig und ja, das hätte ich vielleicht mal vorher machen können. Ich hätte euch jetzt eventuell was zeigen können, und zwar seht ihr hier 89%. Ich habe auch alle Leben. Das Problem ist nur, dass ich diesen Spielstand vergessen kann, sollte ich nicht die Option die Option in Option bringen, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Zu cheaten. Und zwar müsste ich mich teleportieren, denn ich sitze derzeit fest. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, wenn nicht, dann überspringt einfach die ersten paar Minuten, denn ich laufe jetzt ganz kurz nur an einen Ort. Es passiert ja auch nichts Wichtiges. Und dann werde ich euch mal kurz erklären, was ich gestern in einem Thread erklärt habe, den ich im Ori and the Blind Forest Forum geöffnet habe auf Steam, wo mir halt jemand dann gesagt hat, wo ich mir eine Datei holen kann, mit der ich mich in dem Spiel quasi an eine andere Stelle teleportieren könnte. Und na los, komm. Ja, das bräuchte ich halt, um weiterzukommen, sonst ist der Run quasi verloren. Ich habe gestern halt intensiv daran gesessen, nachdem das Video hochgeladen war. Da habe ich wieder angefangen zu spielen, weil während des Hochladens bzw. Renderns ist es mir halt ein bisschen zu laggy, weil mein PC irgendwie allgemein schlecht ist, und jemand namens Bluxa hatte die letzten zwei Videos kommentiert, und du hattest gesagt, dass ich, also falls du das jetzt aussiehst, die Person hatte halt gesagt, dass, wieso lädt das denn eigentlich nicht? Kann ich hier irgendwas drücken, damit es lädt? Die Person hatte gesagt, dass Render um mein Video sind. Das ist mir auch aufgefallen. Genau deswegen habe ich eigentlich ein neues Renderprogramm gesucht, weil ich mit dem Movie Maker nicht klarkam und die 16:9 Einstellung drin war und es trotzdem nicht funktioniert hat und überall komplett an den Seiten breite schwarze Ränder waren. Wenn man das Video auf klein schaut, also jetzt zum Beispiel Ori and the Blind Forest Part 1 und 2, wieso lädt das nicht? Was ist los? Dann sieht man, dass da auch Ränder sind. Allerdings, wenn ich es auf Vollbild stelle, sind nur oben und unten Ränder. Und die habe ich jetzt gerade im Spiel auch. Deshalb weiß ich nicht, ob du auch Vollbild meintest. Und wenn nicht, dann keine Ahnung. Deshalb wollte ich halt auch anmerken, dass es vielleicht... Okay, ich lasse es jetzt mal. Darf ich es nicht lassen? Ich drücke Esc. Es passiert nichts. Jetzt sage aber nicht, dass es das Spiel aufgehangen hat. Dann kann ich die Aufnahme ja gleich vergessen. Ich nehme schon 3,5 Minuten auf und rede. Toll, das müsste ich dann alles neu machen. Meine Stimme ist immer noch leicht angekratzt und... Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ach man. Immer dieses, dass man irgendwas sagt und dann... Oh! Und dann hat man nur wenige Sekunden. Ja, es gibt ein Schneegebiet. Entschuldigung für Spoiler. Ich kann auch schon dreimal springen, das liegt aber nicht an irgendwas im Spiel, sondern einfach nur, dass ich geskillt habe. Denn wir öffnen das mal ganz kurz halt. Ach, ja stimmt, es gibt hier keinen sicheren Ort. Und zwar passiert hier etwas und... Oh! Moment. Moment. Das war nämlich genau auf der anderen Seite so. Und dann bin ich aus dem... Verdammt, dann bin ich nämlich... Oh, jetzt. Ja, das ist das Problem. Nach einer Cutscene ist dieser Felsen entstanden. Und nach dieser Cutscene war ich auf der rechten Seite. Und von der rechten Seite bin ich angekommen. Und hatte das hier vergessen gehabt. Und bin nach links gelaufen. Und da war auch Screen Ende. Und warum auch immer, stand Ori auf einmal links davon. Und dann habe ich an dem zweiten Ort... Also, es gibt hier drei... Orte, wie quasi ein Zelda-Tempel, muss man sich das vorstellen. Da hat was gefehlt, das war auch diese letzte Energiezelle.
Und da bin ich hingegangen. Der Tempel an sich war auch irgendwie leicht verbuggt. Und als ich wieder zurückgekommen bin, ich kann halt nicht zurück. Und ich bräuchte jetzt ein Programm, damit ich hier wieder rüberkomme. Also das ist quasi der Bug des Spiels, was ich sagen wollte. So, hier sind nirgendwo sichere Orte, na toll. Aber hier entstehen auch noch sehr schwere Stellen. Also ich bin gerade auch in einem Punkt an dem Spiel angekommen, wo das Spiel zwar immer noch moderat ist, aber es gibt hier auch teils schon sehr schwere Stellen. So, ich zeige das mal ganz kurz. Ah ne, eine einzige Sache fehlt tatsächlich noch. Und sonst habe ich hier schon alles geskillt. Ja gut, aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein hierzu. Denn wir wollen natürlich mit unserem Spiel weitermachen. Wir sind erst bei 8%. Und wer weiß, vielleicht nutze ich das ja auch als 100% Teil und fange auf dem anderen nochmal an und versuche wirklich dieses auch ohne Tode und so, obwohl ich glaube, das ohne Tode schaffe ich eventuell doch nicht. Aber ich habe jetzt glaube ich schon 30 von 50 Achievements und ach, ich weiß auch nicht, es muss so seltsam klingen, wenn man einer dieser Menschen ist, die immer nur Achievements wollen, aber ich bin wirklich ein, ich finde die Aussage ein bisschen dummer, ich mache jetzt nochmal ein Hashtag Achievement Gala Boy. Ja, es macht mir halt Spaß, sowas zu sammeln. Wow. Zu dem Thema ist mir jetzt sehr viel eingefallen. Oh Mann, was ist das für eine Aufnahme? Okay, 6,5 Minuten haben wir bereits nichts erreicht. Dann werden die Parts jetzt aber auch, wenn die Größe weiterhin so bleibt, bei 20 Minuten bleiben. Ich nehme das Ganze jetzt am Donnerstag auf, nach der Schule, wie immer. Heute wird aber ein Anti-Chamber-Part hochkommen, weil ich habe festgestellt, immer sobald ich mit einem neuen Spiel angefangen habe, selbst wenn das alte noch nicht vorbei war, ist zu dem alten nie wieder was gekommen. Ich habe nie wieder Rebirth hochgelernt. Ich habe nie wieder Geometry Dash hochgelernt, obwohl das Projekt sogar tatsächlich häufig angeklickt wurde. Also ich denke, da wird es schon nochmal definitiv irgendwann weitergehen. So, ich öffne mal kurz die Karte. Ja genau, wir hatten halt im letzten Part das... Ich hasse das an dem Spiel, ich weiß nicht... Wir sind bei 4 FPS. Ah, jetzt... Ich weiß nicht warum, aber das Spiel macht es nicht. Die Cutscenes sind für das Spiel unerträglich und bringen es komplett zum Längen und zerstören alles. Sieh dir den Boden an, er wirkt instabil. Ja, also die Cutscenes können wir uns notfalls nachher noch als Filmszene anschauen oder halt allgemein. Ich weiß nicht, ob ihr damit klarkommt. Toll, dann kann ich eigentlich auch sagen, geht gleich zu einem anderen Let's Player und schaut es euch da an, aber das ist ja nicht der Sinn. Also, ich persönlich lerne auch so durch neue Spiele, die keiner meiner Let's Player, die ich mir anschaue, macht, lerne ich eigentlich immer neue Kanäle kennen. Wow, jetzt laggt das Spiel konstant. Immer wenn ich halt einen Kanal finde, der ein Spiel Let's Play, was sonst keiner von meinen derzeitigen macht. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Und meistens bleibe ich dann auch bei dem an dem Projekt dran. Es sei denn, seine Upload-Zeiten sind wirklich sehr, sehr gering. Naja. Aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr, solltet ihr hier angefangen haben, dass ihr hier auch weiterschaut. Also ich versuche schon spätestens alle 2 Tage was hochzuladen. Also jedenfalls hierzu. Jetzt kommt zum Beispiel heute wieder Anti-Chamber und dafür das hier nicht. Aber machen wir erstmal weiter im Programm. Du hast die Stichlampe erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du linke Maustaste zum Aufladen gedrückt halten und linke Maustaste wieder loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Das probieren wir mal kurz aus, da hier auch Energie ist. Da ihr seht, dass... Also Sein ist jetzt größer geworden und bam! So, jetzt bekommen wir die Energiezelle wieder. Und können das Ganze jetzt hier drüben an dieser Wand verwenden. Aber es verbraucht halt immer einen Energiebalken. Später kann man das noch so skillen, dass daraus nur noch ein halber ist. So, hier oben. Ach Spiel, hör auf zu lenken. Bitte, komm. Du hast mir jetzt schon wehgetan, indem du diese eine Stelle hervorgerufen hast. Das ist... Es ist bei einem Indie-Titel zwar... Sag ich jetzt einfach mal häufiger zu erwarten, dass noch einige Bugs auftreten. Oh, ich wollte gar nicht speichern. Verdammt. Ich verzeihe dem Spiel das auch, aber es wäre halt cool, wenn man dann auch sieht, dass
sich da was verändert, beziehungsweise dass dann dafür, dass dann dafür gesorgt wird, dass dieser Bug aufgehoben wird, beziehungsweise, naja, vielleicht ich schließe nicht aus, dass es auch an mir liegt, also beziehungsweise an meinem schlechten PC, weil ihr seht ja manchmal die Frame-Einbrüche. Ich möchte eigentlich wirklich schon ziemlich gerne meinen PC mal wieder auf den aktuellen Stand bringen, aber hab dazu einfach derzeit nicht das Geld, weil ich meine, ich bin 16, ich arbeite nicht und ja, es gibt halt nur an Feiertagen oder so mal irgendwie Geld. Ich kann mir das zwar alles auch einzeln kaufen, das ist kein Problem, also mein Bruder ist da ziemlich gut, was das Ganze angeht und hat mir schon ab und an mal eine bessere Grafikkarte oder sowas in den PC eingebaut, also der kann das alles. Ja, und zum Beispiel war jetzt auch mein Problem, dass ich, als ich die Systemanforderungen auf Steam nachgeschaut habe zu diesem Spiel, zwar gesehen habe, was da alles so steht und mir das auch denken konnte, nur bei Grafikkarte und Prozessor stehen halt einfach irgendwelche Buchstaben und Zahlen aneinander, die mir einfach nichts sagen. Und wenn dann bei mir was komplett anderes steht, weiß ich nicht, was davon nun besser ist. Oh, ich mache hier die ganze Zeit Dinge in dem Spiel, von denen ich denke, ich könnte sie schon. Es ist wirklich unvorteilhaft, wenn ihr zweimal nebeneinander spielt. Denkt wirklich, in dem einen Spiel könnt ihr schon was sehen, in dem anderen könnt. So, aber wir machen hier mal weiter. Vielleicht schaffen wir es, diesen Part ja sogar noch bis zum Ginzo-Baum, obwohl die Hälfte der Zeit ist schon rum. Oh. So. Leute mit Spinnenphobie finden diesen Part jetzt vielleicht unangenehm, aber die Spinnenbucht ist eigentlich gar nicht mal so groß. Das ist ein ziemlich kleiner Ort, würde ich jetzt sagen. Okay, so viele Energiekristalle habe ich natürlich noch nicht, um das zu öffnen. Allerdings kann ich diese Wand durchtrennen. Kann ich das schon? Aua. Okay. Denn hier ist eine Lebenszelle. So, ich schau mal. Eigentlich müsste ich doch damit schon klarkommen, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist meine Stimme kurz abgeschmiert. Ich wiederhole. Ja. So. Ja, wie gesagt, mein Hals... Ich hatte das ganz am Anfang des... so. Ori, was tust du da? Ah, jetzt. Ganz am Anfang meiner Let's Play-Zeit hatte ich ja schon mal. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es da auch ein bisschen mit der Nervosität in Verbindung lag. Und zwar hatte ich da auch mal so, dass meine Stimme halt immer abgeschmiert ist. Einfach weil ich ein bisschen Angst davor hatte, auch zu reden und alles. So. Huch, Spiel aufzulenken. Jetzt geht das eigentlich nur, habe ich seit Dienstag, hier ist noch ein Secret und ein Energiekristall. Seit Dienstag einfach so eine leicht kratzige und heisere Stimme. Mir gefällt das auch selber gar nicht. Und ja, es ist halt doof, wenn das mehrere Tage so ist. Vor allen Dingen für Let's Player kann ich mir vorstellen, dass es unvorteilhaft ist. So, wir speichern hier mal kurz. Aua. Hör auf. Und werden auch mal... werden auch mal gleich direkt... Halt. Das ist eine etwas größere. Ja. Oh, wartet. Na gut, dann machen wir es erstmal so, dass wir hier ganz kurz lang gehen. Ach Spiel, hör doch mal auf zu lenken. Ich mach doch gar nichts im Hintergrund. Also eigentlich dürfte das Spiel nicht lenken. Aber jetzt leckt es gerade konstant. Vielleicht geht hier auch einfach nur viel ab. Vielleicht kann das Spiel auch kein Boss allein. Ah, jetzt. Okay, tut mir leid für die konstanten Lags. Ach man, das ist immer schade, wenn man irgendwas vor allen Dingen Schönes rüberbringen will und dann kommt hier sowas. So. Vergrößert den Radius und mit den Schaden, eine Geisterflamme, zwei Ziele auf einmal. Das ist eigentlich schon sehr vorteilhaft. Ich weiß noch nicht, ob ich das derzeit brauche. Also diesen Pfad habe ich als allererstes beendet, weil ich den generell irgendwie wichtig fand. Deshalb würde ich sagen, gehen wir ruhig einmal hier hin. Und auch wenn das... Na gut, das brauche ich am Anfang noch nicht, also dann gehe ich nochmal auf den Schaden. Und ja, gut. So, dann gehen wir noch... Oh nein, oh nein, oh nein! Das mit dem Zielen, naja. Okay, halt, so. So, böse Spinne, weg. Okay. Wenn man springt, halt, mach ich doch gerade. Wenn man springt, kommt man höher. Diese Information haben wir schon mal etwas früher im Spiel bekommen.
Jetzt können wir sie nochmal besser anwenden. Ach, Spiel. Vor allen Dingen sind wir jetzt, also es schwankt zwischen 60 und 40 FPS. Und dabei finde ich 40 FPS eigentlich immer noch etwas, was gar nicht so wirklich laggt. Allerdings sieht das Spiel das da anders. Die Datei ist halt auch immer so groß wie The Binding of Isaac Rebirth. Was bestimmt an der, wie ich finde, viel zu selten erwähnt, wunderschönen Grafik liegt. Die auch sehr viele Details hat. So, hier können wir schon weiter? Ach so, okay, Kartensteinfragment und PP. So, da oben fällt auch was hin. Das bekommen wir aber, wenn wir einmal springen. Das wäre es ja einfach mit diesem HTML5-Player, den ich auch mit meinem Mozilla Firefox benutzen müsste, um Videos in 60 FPS zu schauen. Ach, jetzt! Spiel! Das ist jetzt wirklich konstant am Längen. Dass man dann einfach die doppelte Geschwindigkeit einstellt, obwohl ich glaube, das wäre minimal unvorteilhaft. So, wir gehen mal hier weiter. Ich gehe auch mal ganz kurz hier drüben. So. Okay. Da oben muss ich derzeit noch nicht hin. Das Spiel ist weiter am Laggen. Und wir haben das Kartensteinfragment. Dann würde ich sagen... Spawn doch nicht, neue Mensch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell direkt dahin. Ach, und der Gegner ist nicht neu gespawnt. Naja, dann. Okay. Ja. Ach so, halt. Zeigst du... Ah doch, das zeigt er schon an. Okay, also hier oben können wir quasi deshalb noch gar nichts wirklich machen. Die Ebene ist noch nicht für uns bestimmt, deshalb gehen wir hier ganz normal weiter. Wenn man das Spiel allerdings schon mal vorweggespielt hat, kann man sich einiges an Zeit wegnehmen, weil Backtracking möchte ich eigentlich auch nicht im Let's Play betreiben. Wenn dann vielleicht offscreen, das kann ich ja nochmal mit euch klären, ob ihr das okay finden würdet, wenn ich dann zum Beispiel Sachen wie Lebenszellen und so einsammle, das im nächsten Part nochmal zeige. Am Ende des Parts immer zeige, wie, welche Sachen auf der Karte sind. Und dann auch wieder zeige... Achso, hier geht's weiter. Und dann auch... Das Screen laggt schon wieder. Also irgendwie, ich glaube, es liegt echt bei mir am PC. Naja, allgemein, die Aufnahme macht's ja nicht besser. Aua, hört auf. Durch das Laggen kann ich langsam angreifen, oh nein. Das ist traurig, das ist wirklich traurig. Ein Let's Player sollte einen guten PC haben, es tut mir leid. So, wo war ich denn jetzt überhaupt? Achso, Backtracking. Dass ich euch das einfach zeige, was ich auf der Karte mache und dann beim nächsten Mal das alles wieder so ist. So, wir gehen hier rein, gehen kurz durch. Hinten dürfte ein Brunnen zum Abspeichern sein, das ist perfekt. Dann werden wir am Anfang des nächsten Parts direkt den Ginsobaum sehen, da wir jetzt wieder bei ca. 20 Minuten sind. Die Länge, die ich dem Part eigentlich geben möchte. So, wir haben noch kein ganzes Level. Oder wir gehen noch schnell hoch. Also der Weg ist absolut nicht mehr weit. Wir schieben den Stein jetzt zurück, möglichst ohne von den Spikes getroffen zu werden. Schneller schieben, das wäre noch was, was man skillen könnte. Das wäre noch was Schönes. Oha, das war knapp. Ja, ich kann ihn gerade nicht schieben, aber wenn wir weggehen und wieder hier hingehen, dann steht der Stein genau richtig in der Kuhle. So. Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte, gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. Okay, das Spiel laggt, perfekt. Aber dass keine Cutscene ist, wird auch nichts irgendwie übersprungen. Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Neues Ziel, gewinne die Wasserader zurück. Ohne die Wasserader bleibt der Ginsobaum verschlossen. Wow, du hattest ja viel dazu zu sagen sein. Okay, dann speichern wir hier mal direkt neben dem Ginsobaum ab. Haben wir jetzt allgemein laut Spiel 13%. Ich vertraue darauf, dass das
Allgemein, das Spiel ist gut halt. So. Okay. So, damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge war trotz ihrer Langsamkeit erträglich. Höchstwahrscheinlich wird jetzt gleich wieder freemake.com am Ende des Videos stehen. Ich werde mich auch nochmal nach einem Schnittprogramm umsehen. Allgemein möchte ich, finde ich, dass es auch eine Pflicht von einem Let's Player ist, der auch mal mehr Bekanntheitsgrad irgendwann haben möchte, dass man sich mit Schnittprogrammen auskennt. Deshalb, ich habe derzeit relativ wenig Zeit, würde ich sagen. Allgemein wenig Freizeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mich demnächst mal auch deswegen erkundigen werde. Allgemein, vielleicht kann man ja von Grund auf mal versuchen, was zu verbessern in den Let's Plays. Ja. Was schön wäre, wäre natürlich ein lagfreies Spiel, aber ich bräuchte die Teile für einen besseren PC. Na gut, trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.